Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir jetzt hier ein halbwegs windgeschütztes Plätzchen gesucht. Wie ihr schon gesehen habt, bin ich an den Felsen unterwegs. Das heißt, hier windet's, was gut ist, weil ich mag Wind. Was aber schlecht ist, weil kein Mensch mich versteht, wenn ich dann großartig in die Kamera quatsche und was zu erklären versuche. Daher heute mal getrennt Aussicht und Gelaber, beziehungsweise Aussicht im extra Fensterchen, wahrscheinlich da oben. Mal gucken, vielleicht ist es auch mal irgendwann woanders. Oder ich mache komplett gleich einen Zwischenclip. Wie auch immer, dieser Ort hier ist für mich jetzt von daher was Besonderes, weil ich hier versucht habe, mein erstes naturkundliches Video hier zu drehen, vor gefühlt langer Zeit. Und damals hat es nicht funktioniert und ich habe alles wieder gelöscht, was ich da aufgenommen habe, weil mir eigentlich nicht ganz klar war, was ich hier eigentlich tue. Inzwischen habe ich da ein bisschen mehr Routine und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob es heute nicht unter Umständen klappt, irgendwas hier zu drehen, was ich mich traue, online zu packen. Schauen wir mal. Wenn ihr das seht, hat's geklappt. Ja, wo treibe ich mich denn hier überhaupt rum und was habe ich hier heute vor? Das hier ist der Battert. Der Berg heißt so, aber eigentlich meint man diese Felsen hier, an denen ich mich befinde, wenn man sagt, man geht zum Battert oder auf den Battert, meint man diese Felskonstruktionen. Ich erkläre euch irgendwie bei Gelegenheit gleich dann nochmal, was es mit diesen Felsen eigentlich auf sich hat. Jetzt wäre es erstmal ganz hilfreich zu wissen, wo das NEC ist, wenn ihr hier auch mal her wollt. Das Ganze liegt oberhalb von Baden-Baden, kann man ergoogeln und ist recht einfach zu finden. Es gibt auch Parkplätze vor Ort, also solltet ihr mal in der Region sein und eine Lust haben, so zu 2 Stündchen spazifizieren zu gehen, dann seid ihr hier am Battert gut aufgehoben. Wir haben hier so ein paar regionale Besonderheiten und durch diese Besonderheit dieser Felsformation, das kann ich euch gleich sagen, gibt es hier natürlich auch einen Haufen seltener Arten. Jede Menge seltene Moose, jede Menge seltene sonstige Pflanzen, also Felspflanzen, höhere Pflanzen. Und was besonders schön ist, es gibt natürlich auch jede Menge prominente seltene Tiere. Was heißt jede Menge? Also so die prominentesten seltenen Tiere sind der Wanderfalke, der schnellste Vogel der Welt, also das schnellste Tier der Welt damit. Und der Kolkrabe, die größte Krähenart, die wir so haben auf dem Planeten. Auch ein sehr beeindruckendes Viech, wenn der einem auf dem Fuß steht und zudrückt. Dann ist jeder Schuh hin, außer es ist jetzt Stahlkappenmodell, aber Kolkrabe definitiv beeindruckend. Könnt ihr ja mal beide Viecher googeln, wenn ihr wollt. Das sind so die prominentesten Tiere, die es hier gibt. Dann haben wir natürlich noch diverse Eidechsen, Mauereidechse, die klassische Standard-Eidechse sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, die ist auch cool. Die werden wir heute nicht sehen, dafür ist es zu kalt bzw. zu nass. Aber die gibt es hier auch und es gibt hier auch die... Na, wie heißt sie? Schlingnatter, glaube ich. Oder war es die? Tja, dass ich die prominenten Viecher leider nicht blicken lassen, wenn ich da bin und schon gar nicht dann, wenn ich gerade mit der Kamera tatsächlich draufhalten könnte, fürchte ich, dass wir die nicht zu sehen bekommen werden. Daher erzähle ich euch ein bisschen was zum Gelände und zu den hier herrschenden Strukturen und wir gucken uns ein wenig mal so einen Bannwald an. Der ist als Bannwald noch gar nicht so alt. Sorry, wenn ich mich da und umgucke. Ich warte auf die Touristen, die hier normalerweise immer sind. Deshalb bin ich ja beim miesen Wetter da, dass mal keine Touristen da sind. Das habe ich geschafft. Dafür habe ich jetzt Wind, der da unten die Kamera boostet. Naja. Also jedenfalls, dieser Wald hier ist noch nicht allzu lange Bannwald. Bannwald ist in Baden-Württemberg zumindest ein komplett Totalreservat für Wald, soll heißen, hier werden überhaupt keine Bäume gefällt, es sei denn, sie fallen auf den Weg und versperren diesen. Forstwirtschaft findet hier also keinen statt. Es gibt trotzdem einen Förster, der hier eben zuständig ist, um die Wege dann natürlich freizuhalten. Der Bann ist auf diesem Gebiet noch gar nicht so lange drauf. Es ist also kein besonders alter Bannwald, wo man jetzt sagen könnte, man sieht da enorm viele Strukturen davon, dass hier forstwirtschaftlich ewig lange nichts mehr gemacht wurde. Eigentlich. Tatsache ist aber, dass vorher, bevor der Bann drauf war, auch schon nicht mehr viel bis nichts gemacht wurde und die alten Baumriesen, die hier oben rumstehen, diese besonders schönen Exemplare, die wir gleich sehen werden, sind natürlich deutlich älter als die Tatsache, dass man hier jetzt gesagt hat, man macht hier jetzt ein Schutzgebiet draus. Und auch vorher hat man schon gewusst, dass es hier diverse tolle schützenswerte Dinge gibt. Und die Leute haben sich auch entsprechend verhalten. So, jetzt gehen wir los.
hat mal jemand wissen wollen, woran man denn diesen Unterschied erkennt zwischen einem bewirtschafteten Wald und einem unbewirtschafteten Wald. Also Bäume mit Löchern und Bäume mit sowas hier findet man in einem bewirtschafteten Wald in der Regel nicht. Und wenn, dann ganz vereinzelt. Was man aber mit Sicherheit nicht findet, sind mehrere dieser interessanten Bäume mit Löcher nebeneinander. Das ist halt wirklich was. Eine ganze Gruppe von toten Bäumen, in Anführungszeichen. Wenn man mal nach oben guckt, stellt man fest, die sind tatsächlich tot. Ne, keine Nadeln mehr dran, auch nicht bei dem Exemplar. Ja, gleich ganze Gruppen von toten Bäumen wird man in einem Wirtschaftswald nicht finden, weil das viel zu gefährlich wäre, dass die dann halt eben umfallen. Dann gleich alle auf einmal und die Chancen, dass dann irgendwas zu Bruch geht, wenn gleich mehrere Bäume auf einmal umfliegen mit Kollateralschaden und allem Pipapo, wäre viel zu groß. Das wird man im Wirtschaftswald nicht riskieren. Da hat man höchstens mal einen Totbaum alle 20 bis 30 Meter irgendwie rumstehen, je nach Totbaumkonzept. Was es auch gibt, ist, dass man seine Totbäume tatsächlich zentral lagert und sogenannte Naturwaldzellen ausweist. Also bestimmte Flächen von, sagen wir mal, 30 mal 30 Meter oder vielleicht auch gleich einen ganzen Hektar, wo man sagt, da machen wir gar nichts, da lassen wir einfach die Natur machen, wie sie möchte, und das machen wir eben nur in diesen ausgewiesenen kleinen Bereichen. Dazwischen ist ganz normaler Wirtschaftswald, wo wir überhaupt keine Totbäume haben wollen. Ich finde dieses Konzept von daher gut, weil man dann eben nicht das Problem mit den Witwenmachern hat, also den toten Bäumen, die möglicherweise dann umfallen, wenn der Waldarbeiter darunter arbeitet. Wenn in diesen Naturwaldzellen überhaupt nicht gearbeitet wird, besteht natürlich auch nicht das Risiko, dass der Arbeiter gerade in dem Moment vom Baum getroffen wird, wo er da arbeitet, logischerweise. Ne? Ist selbsterklärend irgendwie, oder? Dass da hinter mir, nee, krieg das mal hin, wenn in der Kamera alles spiegelverkehrt ist. Jedenfalls, dieses Zeug ist die Heidelbeere. Das brauche ich hoffentlich niemandem mehr erzählen. Das habe ich nämlich schon mal getan und die kennt man ja auch. Was ihr nicht wisst, ist, dass die Heidelbeere ein Zeiger für die Wüchsigkeit eines Standes. Was ihr nicht wisst, ist, dass die Heidelbeere ein Zeiger für die Wüchsigkeit eines Standortes ist. Was ist jetzt Wüchsigkeit? Naja, kurz gesagt, wachsen die Bäume umso besser, je höher besagte Wüchsigkeit ist. Man spricht da auch von der Bonität, der Güte, der Gutheitsgrad, wenn man so will, eines Standortes. Und diese Bonität ist einfach ein Maß dafür, wie schnell wächst ein Wald hier, was habe ich für Maximalhöhen zu erwarten, wie schnell kriege ich Holz und entsprechend, wie wirtschaftlich lohnend ist es denn, jetzt hier überhaupt Forstwirtschaft zu betreiben. Und wenn man das mal so ganz grob abschätzen möchte, ist tatsächlich die Heidelbeere eine Möglichkeit, das zu tun. Denn je nachdem, wie hoch die Heidelbeere wird, desto besser ist der Standort. Hier wird die Heidelbeere, gucken wir uns das mal genauer an. Ich hätte jetzt mal gesagt, so 20 bis 30 Zentimeter so, wenn man das unterste Stück noch mitrechnet. Und das heißt, das ist so ungefähr so im unteren Mittelfeld. Also so bei 40 von 100 ungefähr. Dann kann ich noch mal kurz auf eine Schwarzwälder Besonderheit eingehen. Selbst wenn der Förster in einem Wald überhaupt nichts macht, haben wir hier, wer errät's, ich hab's euch schon mal irgendwann mal erzählt, glaube ich, die Tanne. Und die wächst hier quasi von alleine und kommt von alleine hoch. Da kann der Rest von Deutschland, also jetzt nicht jede Region, aber viele Regionen können davon forstlich gesehen nur träumen, weil die müssen quasi Tanne extra einzeln schützen. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, wie man sowas macht. Anders funktioniert das nicht. Hier bei uns reicht nichts tun und man bekommt trotzdem wunderbare Tannenbäumchen. Im Prinzip prima zum in die Bude stellen. Selbstverständlich machen wir das nicht, denn wir sind hier natürlich im Naturschutzgebiet und dürfen hier nichts kaputt machen. So eine regionale Besonderheit ist nicht nur hier auf Bastard, sondern auch im normalen Wirtschaftswald in den schön gepflegten Bereichen. Zum Beispiel bei mir hinterm Haus findet man Ilex aquifolium. Ich hoffe mal, das hier ist Ilex aquifolium, weil ich Ilex crenata und Ilex aquifolium irgendwie nie auseinanderhalten kann, aber eins von beiden ist es. Einigen wir uns einfach auf Ilex, es gibt sowieso beide Arten hier. Das ist jetzt deswegen toll, weil man damit grundsätzlich einen zweischichtigen Waldaufbau hat, denn dieses Zeug wird hier nämlich nicht hoch. Also das gibt niemals einen Baum, das ist immer nur ein Strauch. Und wir haben damit also grundsätzlich einen Zweischichtwald. Ne? Also hier den Ilex und hier den Rest vom Wald. Aber diese ganzen Ilexe, hier steht jetzt mal gerade nur einer, aber insgesamt bilden die Ilexe quasi eine zusätzliche Unterschicht im Wald, die immer vorhanden ist und auch nicht größer wird. Weil so ein Tännchen,
Da ist es nochmal, das Tännchen. Das wächst ja und wird dann irgendwann auch wieder aus diesem, dann verwächst sich der Schichtstufenaufbau des Waldes quasi mit der Zeit. Irgendwann sind alle Bäume groß, es sind unten noch keine neuen nachgekommen und dann haben wir halt einen einschichtigen Bestand und das wird hier eben nicht passieren. Denn wir haben ja einen Ilex, der quasi für Strukturreichtum sorgt. Erstens sieht das schöner aus und zweitens ist das für viele Tiere natürlich auch interessant, dass sie einfach mehrere Stockwerke im Wald haben. Ich habe damals in der Grundschule so den grundsätzlichen Stockwerkaufbau des Waldes gelernt. Das ist eigentlich falsch, wie ich heute weiß. Damals wusste ich das natürlich noch nicht, weil wir im normalen mitteleuropäischen Wald eigentlich fast immer einschichtige Bestände haben und das von Natur aus. Es gibt darunter so ein bisschen Verjüngung, aber es gibt selten irgendwas dazwischen. Und wenn es mal was dazwischen gibt, beispielsweise, wäre dann eben dann so ein Ilex, der langfristig tatsächlich dazwischen steht. Die Eibe wäre so ein anderes Beispiel, aber die ist ja leider selten. Und was man hier beobachten kann, ist das Phänomen ganz alte Buche. Ich habe euch im Buchenvideo ja erzählt, dass die Buche eine ganz glatte Borke bzw. Rinde hat, ein Periderm-Baum ist. Aber wenn die Buche mal wirklich richtig alt wird, also lange genug stehen gelassen wird, um das eben hinzukriegen, richtig alt zu werden, dann bekommt sie auch eine Schuppenborke, eine richtig stabile Borke und ist dann erheblich besser geschützt. Ist im Alter scheinbar nötig. Warum das jetzt genau ökologisch so ist? Keine Ahnung. Weiß, glaube ich, auch niemand. Obwohl, ich müsste mal wieder meinen Professor fragen. Mal gucken, ob der irgendwann mal Zeit für mich hat, obwohl ich eigentlich nicht mehr bei ihm studiere. Also hier könnt ihr sehen, eine klassische Buchenborke wäre jetzt nicht so rissig und überhaupt so stark und auch so dick. Also das fühlt sich schon ganz anders an und sieht halt auch anders aus als eine normale Buchenborke. Theoretisch gibt es sogar noch die Steinbuche. Die Steinbuche ist eine Varietät der normalen Buche und zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie grundsätzlich auch in jungen Jahren schon eine richtige Borke hat und eben nicht diese normale Buchenrinde. Aber die sind ziemlich selten und ist eigentlich eine Mutation. Hat sich auch evolutionstechnisch nicht durchgesetzt. Teilweise werden sie in irgendwelchen Parks angepflanzt und ganz selten stehen sie mal noch in irgendwelchen Wäldern rum. Aber falls ihr mal das seht, was die Buche aussieht von den Blättern her, aber keine Buchenrinde hat, könnte es eben so eine Steinbuche sein. Was übrigens am Bad Hat besonders toll ist, ist, hier gibt es Steine. Und zwar viele und zwar große und wunderbar. Hier übrigens nochmal der tolle Stammabfluss bei der Buche. Kann man hier nochmal schön sehen. Dazu habe ich ja schon mal ein Kurzwissen gemacht. Nur, dass ihr es noch mal gesehen habt. Große Steine. Kleines Wörtchen zur Geologie. Wann immer ihr sowas findet, quasi so geschichtete Steinplatten, die theoretisch auch mal mehr oder weniger aufeinander gelegen haben, hier nicht, weil hier der Oberrheingraben da drüben eingebrochen ist und das hier quasi so der Rand vom Oberrheingraben ist. Und deshalb stimmt die Richtung von den Steinen schon, weil da vorne ist ja der Rheingraben eingebrochen und dann wurde das alles so ein bisschen runtergeschoben und die Richtung ist irgendwie charakteristisch, dass die in die Richtung quasi abgeflacht sind, wo da hinten der Oberrheingraben, ne? Habe ich jetzt 5-mal gesagt. Ja, aber jedenfalls so schräge Schichten von Gestein quasi, so in einzelnen Platten, Blättern, Schichten, das ist typischerweise immer ein Sedimentgestein. Ein Sedimentgestein ist nicht, also anders als ein magmatisches oder ein metamorphes, ein magmatisches oder metamorphes Gestein. Nur, dass ihr es mal gehört habt, die sind alle mehr oder weniger aus Lava entstanden. So ein Ding nicht. Das ist also wirklich im Prinzip vor vielen Millionen Jahren irgendwann mal, in diesem Fall hier, Sand abgelagert worden. Zum Beispiel am Grund von einem Meer. In unserem Fall hier ist das nämlich so. Und dann gab es halt mal Zeiten, da hat sich mehr Sand abgelagert, da hat sich weniger Sand abgelagert. Deshalb haben wir so verschiedene Schichten von Sandablagerungen. Und bei Sedimentgesteinen ist es eigentlich typisch, dass die dann halt eben auch einzelne Schichten im Gestein haben, weil mal so Sand und das gibt dann einfach diese typische Schichtbildung und so weiter. Das hat hier schon so ein bisschen Märchenwaldcharakter, ne? Schön, oder? Douglasie. Wenn man irgendwo einen krass hohen Baum findet, der irgendwie viel krass höher ist als der Rest, dann ist es meistens eine Douglasie. Also zumindest bei uns hier in Deutschland. Dieses schöne Exemplar von Baum beobachte ich auch schon, seit ich quasi zum ersten Mal hier gewesen bin, immer wieder, wenn ich hier vorbeikomme, ganz intensiv. Der sah schon deutlich besser aus, aber jetzt kommt das Faszinierende. Das Teil ist noch am Leben. Also da sprießen tatsächlich noch die Äste raus. Warum sieht er übrigens so aus, wie er aussieht? Der Blitz ist eingeschlagen und hat den kompletten Baum gespalten.
Aber da die eine Seite vom Baum ja noch intakt ist, naja, mehr oder weniger intakt, aber immerhin, es reicht noch, dass quasi die Hälfte vom Baum noch lebt, sozusagen. Also da könnt ihr es nochmal schön sehen, das Ding lebt definitiv noch. Ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis er irgendwann dann doch umfällt. Ist übrigens eine Buche, aber noch steht sie. Wenn ihr mir schon länger zuhört, wisst ihr, dass wir in Deutschland einen 90-prozentigen Buchenwaldanteil haben. Also wir haben eigentlich quasi fast überall Buche, bis auf eben so circa 10% der Fläche, wo irgendwas Besonderes ist, dass da keine Buche steht. Ja, hier. Also jetzt nicht hier speziell, beziehungsweise hier so an manchen Fleckchen ist es tatsächlich für die Buche nicht mehr geeignet. Im Großen und Ganzen, im Randbereich der extremen Ecken, da kann sie schon wieder. Also es muss schon wirklich richtig extrem sein, damit die Buche wirklich nicht mehr kann. Hier unten, ich bin jetzt noch nicht weit genug oben auf den Felsen, ist es halt eben also durchaus für die Buche noch möglich zu wachsen, aber das wird sich dann nachher ändern. Das werdet ihr dann auch hoffentlich selber erkennen, wenn nicht, sage ich es euch. Ich glaube, ich sage es euch trotzdem, auch wenn ich es selber erkenne. Das hier ist ein schönes altes Exemplar einer Vogelkirsch. Da werde ich auch mal ein Baumwissen-Video zu machen. Da habe ich aktuell gerade aber keinen Bock drauf. Jedenfalls hier ein sehr altes Exemplar der Vogelkirsche. Die wird nicht viel höher, als sie jetzt hier gerade ist. Also das ist so ziemlich auch schon das Maximum, was die eben an Höhe erreichen kann. Das ist halt auch eher so ein sehr kleiner Baum bis Strauch. Auch was sehr interessant ist, ist diese Tanne mit diesen sehr seltsam verwachsenen Astquirlen. Ich habe keinen Schimmer, wie das zustande gekommen ist. Da bin ich wirklich überfragt, aber es sieht ganz komisch aus und total uncharakteristisch. Auch für die Tanne, davon hat sie noch einen, den könnt ihr jetzt wegen Gegenlicht nicht sehen, ja jetzt ja. Und überhaupt ist der ganze Baum auch nur noch so halber am Leben, wie man hier oben schön sehen kann. Die ist aber auch schon ziemlich alt, also ist das eigentlich okay, dass es sich langsam verabschiedet. Das hier ist der Sauerampfer. Der hat so recht, naja, längliche Blätter hier, die ziemlich früh an der Spitze braun werden und grundsätzlich auch im frischen Zustand so aussehen wie ein vertrocknetes Salatblatt, also das schon ein bisschen älter ist. Ich finde es ziemlich charakteristisch. Außerdem mit dem Blütenstand kann man den nun wirklich gar nicht mehr verwechseln. Die Blätter sind essbar und schmecken vielen Leuten gut. Natürlich, ihr wisst ja, was ich von Blätterfressen halte. Kann man natürlich tun, muss man aber nicht. Ein taugliches Survival-Food hingegen sind die Samen, die hier auf ihren Blättchen da quasi drauf sitzen. Also was halt für uns verwertbar ist, sind wirklich diese kleinen Samendingerchen hier, die ihr hoffentlich erkennt. Diese Körnchen quasi, die sind für uns ganz gut verwertbar und wären eine mögliche Nahrungsquelle, wenn man nichts Besseres findet. Großer Haken beim Sauerampferfressen ist, wie ich finde, allerdings, dass man das ganze Zeug drumherum quasi um die Samen mitfressen muss. Das ist halt dann eben nicht unbedingt der Verdauung zuträglich und eine sehr ballaststoffreiche Nahrung für das bisschen Kohlenhydrate und Fett, was man da eben bekommt und Eiweiß. Aber ja, wenn man nichts Besseres findet und schmecken, nicht wirklich.